Moin Leute und wieder einmal herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ja, es ist endlich mal wieder Zeit, dass ein neues Video rauskommt. Es ist leider jetzt nichts zu Silvester gekommen, weil ich weg war und mein Handy jetzt zu Hause vergessen habe. Und da ich auch kein Video, deswegen auch kein Video hochladen konnte, aber trotzdem frohes neues Jahr, obwohl wir jetzt heute ist der 6. Obwohl wir eh heute den 6. haben, ist es mir trotzdem eine Ehre, euch sagen zu dürfen, dass wir endlich jetzt 2020 haben. Es werden jetzt hoffentlich auch bessere Videos jetzt rauskommen in 2020. Videos, die mit dem Thema zu tun haben, was heute am Start ist. Ja, wie ihr ja schon im Thumbnail und am Titel seht, bauen wir heute gemeinsam eine Christbaumkugel-Rauchbombe. Ich habe es jetzt mal so genannt, weil es eine Christbaumkugel-Rauchbombe ist. So, wenn ihr es verstanden habt oder nicht verstanden habt, dann schreibt mir einfach was in die Kommentare, wie ihr es nennen würdet jetzt, das, was ich jetzt baue aus einer Christbaumkugel. Okay, noch mal schnell zu meinem letzten Video. Ja, habe ich ja Fragen beantwortet. In die Kommentare hat mir nichts geschrieben, weil die Kommentare deaktiviert sind. Das muss ich endlich jetzt ändern. Aber ich bin erst, erst am Samstag angekommen. Und Sonntag habe ich irgendwie total was anderes gemacht, auch verschlafen. Und ja, ich werde das natürlich noch machen. Dann schreibt mir, wenn nicht, auch könnt ihr mir in dieses Video Fragen schreiben, die ich dann mit einem nächsten Video beantworte. Okay, so. Jetzt beginnen wir aber endlich mit dem Video. Nein, noch nicht. So, neues Video ist auch vom, Paul Easy Bootsbauer. Freund von mir, mit dem wir zwei Videos gemeinsam gedreht. Schaut doch mal bei seinem Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Grüße gehen raus an den Paul, weil ich mit ihm sein vorletztes Video drehen durfte. Und ich glaube, am Mittwoch kommt ein neues wieder raus von ihm. Schaut da vorbei und natürlich auch beim Insta-Account. Wir haben jetzt endlich, endlich haben wir die 100 Abonnenten geknackt. Bah, auf Insta. Wenn wir vielleicht das auch auf YouTube schaffen, dann wäre das echt cool, weil ich freue mich echt, dass ich jetzt 100 auf Insta habe, also jetzt 101 derzeit. Cool, dass wir das geschafft haben. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert einfach diesen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst sofort einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar in die Kommentare. Darüber würde ich mich echt freuen. Wie schon gesagt, Fragen kann ich beantworten. Okay, jetzt ist irgendwie schon viel zu viel Gelabere. Beginnt einfach erstmal mit dem Video. Ist okay? Gut, wir bauen heute gemeinsam eine Christbaumkugel-Rauchbombe. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz gut gedeutscht ist, wenn man das jetzt so sagen darf. Aber ich nenne es einfach mal so. Okay, was ihr braucht, wie ihr eh schon seht, ist eine einfache Christbaumkugel. Ich würde euch raten, keine teure Christbaumkugel euch zu besorgen, wenn ihr aus dem Christbaum übrig geblieben, also die verwenden wir gar nicht jetzt und es ist einfach nur das Plastik reicht, ihr braucht echt keine schöne, weil es zieht einfach kaputt, wenn ihr das macht. Das bringt euch eine schöne wirklich null. Also besorgt euch einfach mal eine Plastik, wenn ihr schon zu Hause habt, einfach eine Plastik Christbaumkugel mit so einem Deckel drauf, den man einfach runtergeben kann. Mach ich dann später. So, das ist sozusagen die erste Zutat, die wir brauchen. Dann brauchen wir ganz viele Streichhölzer. Ja. Ich habe jetzt leider nicht zu viele, aber es macht nichts. Es ist besser natürlich, wenn ihr mehr habt, dann habt ihr einen besseren Raucheffekt. So, ich habe jetzt leider nicht so viel, ich habe jetzt nur 2 Dutzend Streichhölzer. Ja, man braucht schon 4 Dutzend, damit sich das überhaupt in der Christbaumkugel, dass überhaupt auch die, ach, jetzt vergesse ich es ja,
Ah, damit es auch einen schönen Raucheffekt hat. Denn in die Christbaumkugel kommt so circa 1 Milliliter rein. 1 bis 2 Milliliter. Und nee, schon. Na, 1 Milliliter sicher ist, kann da reinkommen. Und so. Ich mache jetzt weiter. So. Ihr braucht einfach ein Streichholz. Dann, wenn es geht, na, um etwas zuzumachen, einfach ein Uhu. Habt ein Uhu zu Hause, ist gut. Ein klebriger. Nur zur Info, ein klebriger. Klebriger? Mann, jeder Uhu ist klebrig. Nee, einen flüssigen Uhu braucht ihr. So. Christbaumkugel, Uhu. Was ist ein Streichholz? Da ist mein Streichholz. So. Dann braucht ihr auch eine Säge. Die habe ich jetzt leider nicht da, weil ich bin drin und kann die Säge nur rausnehmen. Aber draußen ist es arschkalt. Es hat 5 Grad nur da bei mir. Braucht ihr eine Säge. So, wenn ihr es habt, eine Schere, um was abzuschneiden. Und jede Menge Zündschnur. Ja, die habe ich halt. Nochmal danke, Paul, du Ehrenmann, dass du mir diese 1 Meter lange Zündschnur gegeben hast. Weil da kann ich jetzt echt viel Rauchbomben draus machen. So, wenn euch das jetzt noch nicht genug ist, dann irgendwo links, rechts, keine Ahnung, wo es ist, ist ein Video, da habe ich das Projekt halt, was ich von ein paar Videos halt gedreht habe, ein Projekt. Und das Projekt hat funktioniert, es war auch einfach eine Rauchbombe, halt mit einem riesigen Überraschungsei. Okay, so riesig ist auch nicht, aber ein größeres Überraschungsei. Das ist links oder jetzt rechts, halt keine Ahnung. Klickt einfach auf das Video, schaut euch das an. Ihr könnt auch euch ein paar Ideen sammeln und es auch selber machen. Aber ich labere jetzt sicher zu viel, oder? Schreibt mir das in die Kommentare, wenn ich zu viel labere. Okay, wir haben sozusagen alle Zutaten. Jetzt beginnen wir mal mit dem Bauen sozusagen. So, als erstes nehmt ihr einfach das von der Christbaumkugel ab. So, das geht ganz easy. Easy cheesy. Könnt ihr es einfach runtergeben. Dann müsst ihr hier dieses halbmondrunde Ding müsst ihr absägen, weil da ist ein Loch, wo wir dann die Zündschnur durchstecken müssen. Okay? Da schneidet ihr einfach ab. Dann schaut das so aus. Abgesägt, es ist einfach eine Blume. Wie eine Blume schaut das aus. Irgendwie ein bisschen komisch halt. Aber ja. Das hier, die Schnur, die da halt dranhängt, ganz lassen, als erstes Mal. Okay, noch nichts machen. Jetzt haben wir das mal runtergegeben, den halben Mond abgeschnitten und das war mal sozusagen das Erste. So, dann brecht ihr von den Streichhölzern ein bisschen was, also so drunter ab, weil wir brauchen das Rote. Jetzt nicht zerbröseln bitte, sondern einfach nur abbrechen, so kurz wie es geht. Dann habt ihr ganz viele davon, ganz viele kleine. So. Wenn ihr das jetzt habt, dann seid ihr jetzt bei Schritt 3. Christbaumkugel in die Hand nehmen und diese kleinen Dinger da jetzt einfach reingeben. Ist eine sehr, sehr lange Arbeit. Mann, jetzt ist mir runtergefallen. So. Eine echt lange Arbeit, aber ich mach jetzt mal. Wenn jetzt irgendwo kleine Späne übrig bleiben von dem Holz, auch hineingeben, weil alle, was brennen kann, brauchen wir. Weil es soll immer mal eine möglichst gute Rauchbombe werden. Ja, noch was zum letzten Video noch sagen wollte, habe ich eure Fragen beantwortet, 4 davon. Ich wollte jetzt nicht mehr weiter auf die Suche gehen. Ich habe jetzt leider nur diese 4 gerade gefunden. Und Gaming, ja. Wie ist das mit dem Gaming jetzt? Und ich habe mir gedacht, ja, ich mache jetzt sicher wieder mal Gaming, aber ist recht schwer mit dem Licht. Weil es stört halt sehr. Und dann sieht man ja das Fenster da im Hintergrund. Und dann kann man sich ja nicht aufs Bild konzentrieren. Wenn ich jetzt Clash Royale oder Minecraft zocke. Ich arbeite aber daran, dass das geht. So, jetzt sind wir bald fertig. Also ich bin jetzt bald fertig. Ich würde mich echt wünschen, wenn ihr das auch nachmachen könntet, wenn es euch eure Eltern erlauben. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr so etwas gemacht habt und ob es bei euch funktioniert hat. Weil
Das ist die Frage nämlich, ob das funktioniert. Ja, nein, leider kann ich das nicht in meinem Zimmer machen. Das ist natürlich ein echtes Problem, wenn da dann überall, ja, habe ich uns einfach ausgeräuchert. Das ist eh keine große. Okay, dann hört es jetzt ein bisschen rascheln. Gut, jetzt haben wir Schritt 1, 2 und 3 gemacht. Wir haben sie alle reingegeben. So, dann stecken wir jetzt einfach das jetzt wieder dran. Perfekt. Schalte eine kleine Bombe aus. Noch nicht ganz, wir brauchen noch die Zündschnur. Ja, ich weiß jetzt, ich nehme jetzt ein Lineal, braucht jetzt auch. Mal kurz messen, wie, was für ein Durchmesser das jetzt von oben nach unten hat. Oh, ist auch gleich. Hat circa, sind 6 cm. 6 cm Durchmesser. Also braucht ihr 6 cm eine 8 bis 10 cm, also ein Dezimeter lange Zündschnur. So, wir schneiden uns jetzt einfach da mal. Ich messe jetzt mal, wie viel das wirklich ist, weil ich weiß nicht zu viel oder zu wenig haben. So, wir machen bei 10. Ja, so ein Stück passt. Schneiden wir jetzt mal, ich mache es ein bisschen mehr. Schneiden wir jetzt da ab. So, dann haben wir dieses eine Stückchen. So, und jetzt, wie es jeder weiß, gehen wir einfach da in das Loch die Zündschnur hinein. Stopfen wir das nur noch so ein bisschen was, 1 bis 2 cm rausschauen. So, dann müssen wir es einfach nur mit dem Kleber da rundherum festkleben, damit es auch nicht verrutscht oder so, okay? Einfach dran kleben. So, wenn ihr es fertig habt, trocknen lassen einen Tag, müsst halt ein bisschen warten und fertig. So, jetzt kommt aber noch die Schnur, die wir hatten. Damit man es auch aufhängen kann, schneidet ihr jetzt einfach diese Schnur da in der Hälfte durch. Ihr braucht möglichst die Hälfte. Die Hälfte suchen und abschneiden. So, jetzt ist circa in der Mitte abgeschnitten worden. Okay, bei mir ist jetzt nicht ganz. Man sieht, da ist ein bisschen ein Abstand, aber es ist egal. So, weil wir wollen ja das Ganze vielleicht auch auf den Christbaum aufhängen. Fürs nächste Jahr oder wenn ihr den Christbaum noch stehen habt auch. So, dann ganz einfach nur auf einer Seite. Oh mein Gott, mein Kleber ist mit leer. Auf der Seite so ein kleiner Tupfer. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite auch wieder ein Tupferl. Ja. Machen. Das heißt vielleicht kein Tupferl. Aber da ist Kleber drauf. Und auf der anderen Seite, da ist Kleber drauf. Okay. Dann nehmen wir jetzt. Oh mein Gott, jetzt bin ich voll eingetunkt. Oh mein Gott. So, dann gibt es einfach jetzt dran. Oh, möglichst nicht bickert werden. So, es bleibt ja ganz viel von dem Streichholz übrig. Dann könnt ihr es einfach so dran machen. Ist ganz einfach. Oh. So. Und fertig kann man es jetzt noch in die richtige Position bringen. Und dann einfach für 1-2 Tage trocknen lassen. Wenn ihr schnell, wenn ihr einen Sekundenkleber habt, dann geht das ja natürlich auch schneller. Jo, das war es jetzt auch dann schon eigentlich wieder mit dem Video. Hat es etwas leider länger gedauert. Sind gerade 13 Minuten 52, 53. So, seid ihr mit eurer kleinen Christbaumkugel-Rauchbombe fertig. Trocknen lassen und dann könnt ihr sie in den nächsten 1-2 Tagen auch verwenden. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich es nachgemacht habe, ob es funktioniert hat. Folglich ist ja, okay, probieren wir es jetzt aus. Nein! Ob das jetzt auch wirklich funktioniert, seht ihr natürlich in meinem nächsten Video. Ja, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben. Schreibt Fragen, schreibt irgendwas über dieses Video, jetzt einfach mal positive Kommentare in die Kommentare. Schaut mal bei den Links runter, von Paul der Kanal, von mir der Insta-Kanal, links oder rechts, Home-Abonnier-Button und der ein anderes Video von der Einrauchbombe, die ich schon damals mal gemacht habe. Jo, das war's eigentlich wieder mit dem Video. Bye, Leute!